Eine große Moschee im Herzen von Teheran. Schon vor der Öffnung dieses Wahllokales warten hier rund 100 Menschen, um bei der Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgeben zu können. Innerhalb von Minuten ist der Saal voll. Frauen links, Männer rechts. Es gibt viele Formalitäten zu klären, die Warteschlangen wachsen. Ähnlich groß ist der Andrang in dieser Schule. In dem eher bürgerlichen Viertel unterstützen die meisten Mir Hossein Mousavi, den Herausforderer von Staatschef Mahmoud Ahmadinejad. Das Wichtigste ist der Kampf gegen die Inflation. Die Preise für Alltagswaren und für Wohnungen müssen sinken. Auch in diesem eher armen Viertel im Süden Teherans gehen viele Leute zur Wahl. Die meisten hier wollen den Staatschef im Amt bestätigen. Ich bin sicher, dass Ahmadinejad gewinnen wird. Ich habe für ihn gestimmt. Er hat die Ungerechtigkeit und die Korruption aufs Korn genommen und wird dies auch in den kommenden Jahren tun. Im Iran kann jeder Wähler abstimmen, wo er will, egal wo er wohnt. Mir Hossein Mousavi hat sich eine eher arme Gegend ausgesucht. Der Rivale des konservativen Ahmadinejad kommt mit seiner Frau. Er sieht die hohe Wahlbeteiligung als gutes Vorzeichen. Die Leute passen auf und wir passen ebenfalls auf. Die massive Teilnahme der Wähler ist für uns eine glänzende Chance. 46 Millionen Wähler haben zu entscheiden, ob der international umstrittene Ahmadinejad im Amt bleibt oder nicht. Der Andrang ist so groß, dass die Schließung vieler Wahllokale um Stunden verschoben wird.